Vor der Begrüßung. Warum vertraue ich dir nicht? Ich habe jetzt ein bisschen Munition gekauft. Boah! Holy moly, Macaroni. Warum schießt er denn nur mich an? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Episode Mine Minecraft Grand Theft Auto Mod. Legenden. In. Mach die Tür auf. Ja, also let's go, komm jetzt. Ja, ich werde mir nur kurz ein paar Schüsse Munition holen. Und dank irgend so einem Idioten, der in Emanations rennt und den Typen anfängt anzuschießen. Kann ich das jetzt. Alter, hier kommt ein LKW. Und ein Auto und noch ein Auto. Krass, ich stehe auf der Straße. Ich sehe nur den Helikopter. Ja, okay, ich hör jetzt auf damit. Wir sind heute da, um die wunderbare Heist zu machen. Komm, steig ein, wir fahren, du markierst. Ich brauche den ganzen Tag Zeit. Okay, gut, dann halt nicht. Und zwar. Ich hab dir nur geholfen, in die richtige Richtung zu gehen. Ja, gehelfen, kennst du es nicht? Gehelfen, gehilfen, geschmilfen. Gemilft, was? Ich hab gelenkt! Das Setup war nicht richtig. Digga, keiner fährt diese Digga. Achso, doch, okay. Nevermind. Ich bin angekommen. Kontaktiere Lester Quest. Don't say anything. I don't know you. Or maybe I. Halt's Maul. So, okay, ich muss es sagen. I don't know you. Or maybe I do. I don't remember. Ah, wir brauchen eine Basis. Ich hab keine Waffen mehr. Oh, eine Basis? Ja. Bring mich einmal bitte dahin. Sehr gerne. Lieber schneller als langsamer. Police-Eskorte. Sehr interessant. Ich will heute irgendwie aufleveln zu Level 5. Das wird mal das Ziel sein. Sprich, wir werden, würde ich sagen, ich kaufe mir jetzt eine wunderbare Waffe. Und dann. Alter Junge, wie es rumlaggt und du stehst gerade bei mir. Hier sind wir. Wir haben uns kurz geportet. Und dann werden wir ein paar Shops ausrauben. Ui, was hole ich mir denn für eine Waffe? Ich kann keins dieser Waffen kaufen. Der Spezialkarabiner. Oh, wie viel fehlt mir? Oh, $20 fehlen mir! Wieso kannst du die schon kaufen? Stefan? Ja? Du fliegst bei mir. Das ist so ein Präzisionsgewehr ist kostenlos. Ist es das? Ja. Yeah. Wo ist das? Das ist ganz, auf der langen Wand ganz rechts, die Flinte von oben. Und die abgesägte Schrotflinte auch. Richtig. Das Kompaktgewehr genauso. Ach, okay. Oh, komm schon. Achso, die Spezialkarabine ist dort rechts unten. Ja, mir fehlt $20, um das zu kaufen. Du bist aus dem Game. Nein, ich komm jetzt gleich Connection los. Ja. Ja, natürlich. Ah, ich liebe dein Leben. Holen wir uns mal kurz die $20. So, er ist auf jeden Fall mal weg. Willkommen zurück. So, jetzt kaufe ich mir mal kurz den Spezialkarabiner. Während Stefan seine Lebensbestimmung anzweifelt. Ja, guck an. So. Dann gibt's noch einen kleinen Cut, bis er wieder zurück bei mir in der Lobby ist. So, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, weil er gerade noch ausgetimt ist,
dass ich kurz einen Laden ausraube. So. Komm, mach hinne! Mach die Kassen leer! Mega, du hast einen Panic-Button gedrückt, Alter, dann gibt's Haue. Yes, I am. So, schnell weg, 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 weg! So. Noch ein paar Mal das. Und dann bin ich Level 5 und dann können wir uns die ersten Sachen kaufen. Was uns dann auf jeden Fall weiterbringt in die nächsten Folgen. So. Das war irgendwie smooth, wie ich da weggekommen bin, habe ich das Gefühl. Rückwärtsgang. So. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Dann hat sich der spontan in Solo-Session verwandelt. Habe ich auch kein Problem mit. Da werde ich trotzdem einfach ein bisschen ausrauben. Beziehungsweise mal schauen, was hier das H ist. Was eigentlich der originale Plan war. Ich kann legit nicht fahren. So, fahren wir hier hoch. Ein Luxus-Apartment brauche ich hierfür. Das finde ich gut, dass ich da mich in so einen Spot stellen muss und dann E drücke und dass der Typ mich nicht dann 2000 Mal anruft. Das finde ich toll. Es gab ja einige Änderungen. Ich will mal schauen, man kann Taxifahrer werden, habe ich gesehen. Also werde ich ja jetzt kurz zur Taxistelle. Ah, da ist er wieder! Hi. Wir lieben alle dein Internet. Alle einzelnen Chat. Will dich bei Social. Ja, doch. So, okay. Mal gucken, was jetzt hier Downtown Cap & Co. Wie funktioniert das? Das haben die irgendwie, glaube ich, aus 5M geklaut. So, gehen wir mal rein. Downtown Cap & Co. steht nun zur Verfügung. Beginne Taxifahrten von hier, um zusätzliches Einkommen zu erhalten. Das erfolgreiche Abschließen von mehreren Fahrten, was auch immer. Taxifahrten können auch begonnen werden, indem du B drückst, während du in einem Taxi sitzt, das dir gehört. Okay. War es nicht immer hart? Muss ich jetzt auch unbedingt auf Level 5 leveln? Yes. So, dann fahren wir hier schön entlang. Ich habe übrigens das Spiel auf ganz dunkel gestellt, bevor jemand fragt, warum das so geil aussieht. Weil ich finde, auf ganz dunkel sieht geht er einfach besser aus. So. Boah, ist das chillig, wenn man alleine, beziehungsweise ohne irgendwelche Oppressor MK2s im Nacken in so einer Lobby sein kann. Oh, ist das schön. Das ist great. Ich weiß immer noch nicht, was Rockstar sich dabei gedacht hat. Das weiß ich auch nicht. Warte, bis der Fahrgast ins Taxi gestiegen ist. Fährst du da echt mit dem Taxi rum? Ja. Und jetzt muss ich mich scheinbar wirklich beeilen, um da pünktlich anzukommen. Und ich darf auch keinen Schaden bekommen oder sonst was, weil sonst mein Trinkgeld geschmälert wird. Okay. Ich krieg 1300. Oder war die Rechnung richtig? Ich glaube 1300 Dollar pro Fahrt. Zu dem Downtown Cap & Co. da? Genau. Ach, so. Ja, 1155 Euro habe ich bekommen. Beziehungsweise Dollar. Ich werd wahrscheinlich immer Euro sagen, Leute. Ich kann nicht aussteigen. Wie beende ich das? Kann ich das jemals wieder beenden? Ja gut, wir sind einfach heute Taxifahrer. 5 aufgezwungene, lange Taxifahrten später. Oh, ich weiß. Ach, so, das,
Ich weiß noch, auf PS3, in der Zeit, wo es online... wie beende ich das jetzt? Legit, es nervt. Du hast noch die Cutscene da. Job wird abgebrochen. Ja! 2.366 Dollar verdient. Das Auto würde ich aber nehmen. But please wait, yes. Ich komme im Bus. Er labert mich so viel voll. Halt doch bitte das Maul. Oh, Busfahrer wäre noch toll als Job. Würde ich den ganzen Tag in GTA spielen. Können wir das so überhaupt gewinnen? Weil wir haben keine Garage. Also, ich hab schon eine Garage, aber... Warte, ich komm mal ran. Ob du die Garage auch... Ob du auch eine hast, kann ich dir jetzt nicht sagen. Was für Kletteraffen ich gerade gemacht habe. Du musst halt nur 500 Katzin! Flocken... Du musst halt nur 500 Flocken hinlegen. Für? Standardmitgliedschaft. Achso. Habe ich 500 Flocken? Keine 500 Flocken hast du, weiß ich auch nicht. Ich habe mir den Spezialkarabiner gekauft. Oh mein Gott. Wobei, nein, habe ich. Wenn du ausgeteilt bist, habe ich eine Bank ausgeteilt. Ja, eine Bank. Ach nö, nicht der Bank gleich. An dem Punkt speichere ich jetzt einfach mal die langweiligste Cutscene, die ich seit langem hatte. Schreibt mir in die Kommentare übrigens, ob ihr die Cutscenes lieber sehen wollt oder nicht. Aber ich nehme nicht so viel Zeit jetzt auf. Weiter geht's. Ja, Tom, halt's Maul! Du dummes Stück Scheiße, es interessiert keine Sau. Oh, er ist fertig. Er ist fertig! Wuhu! So. Da ist er, ja, hallo. Ich darf endlich mal was selbst machen. So, ich muss wohin läufst du denn hin? Die Kacke kaufen. Ach nee, kann man Nachrichten. Ja, hol dir die Karre mal. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Aber ich habe eigentlich immer es richtig gemacht. Könnte. Would be nice. Nein, zu spät. 30.000, 15.000 Jetons? Ja, sind 15.000. Gefällt mir. Oh, noch mal. So, was holt er raus? Was holt er raus? Jetzt kommt der Spin des Spins. Was holt er aus dem Spin des Spins des Spins? Er holt 2500 RP. Sehr schön. Da bin ich immerhin fast Level 4. Ja, sind wir fast gleich. Und jetzt tausche ich die ganzen Jetons wieder ein und hole mir 16.000. Wie smart. Echt smart. Und zahle die direkt auf die Bank ein. Einzahlung 1.152, ja bitte. So. Dann einmal wieder raus, dann haben wir das abgehakt. Nein. Ich hoffe, meine Karre steht noch draußen. Nee. Nein! Nein, nicht schon wieder. Ich habe eh keine Waffe, also. Schön, warum habe ich nichts? Ich hätte die auch eben alle weg. Dann bin ich zur Ammunition, habe mir richtige Waffen gekauft. Oh! Da, nein. Ja, oh, wobei ich nehme auch den Mustang. Aber egal, ich fahre jetzt erstmal zu Level 4. Stefan. Lukas. Danke. Das war schon heftig beleidigend gerade. Also auf einem anderen Level beleidigend, ohne Witz. Ja gut, ich spiele mit dem auch öfter als du, also Gebro. Ja,
Wo bist denn du? Ich fahr zum Amnesien und hol McCaffen. Mach das. Ja. Ich würde sagen, wir rauben die ein oder andere, den ein oder anderen Shop jetzt aus. Egal. Okay, komm raus. Da ist was gratis. Kompakter Granatenwerfer. Was? Kompakter Granatenwerfer. Unterwegs. Wo ist der? Der ist rechts in dem Kasten. Schnauze. Okay. Was erklärt sich, Schnauze? Schöne Karre. Drei, vier, sieben. Ein 125er und ein Level 5er schon. Oh. Mann, wo ist denn hier Tuning-Werkstatt? Ich würde das Auto gerne haben, das sieht toll aus. Wobei, nein, möchte ich nicht, Alter. Wenn ich noch einmal drifte, raste ich aus. Ich sollte eigentlich genau die andere Richtung fahren, um was auszurauben. Eins. Gut, ich fahr doch mal kurz zur Tuning-Shop. Wobei kann ich nicht tunen, ist zu heiß. Okay. Geradeaus nach oben, da ist direkt ein Shop. Oh ja, das war das nicht das alte, schnellste Auto im Game? Als das Original rauskam. Oder verwechsel ich das mit Centorno? Ne, ich glaube, es war der Centorno sogar, aber ich glaube, der war. Ja, aber ich glaube, der Centorno kam später rein. Ey, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht, dass der Centorno seit Anfang an drin war. Der C20 auf jeden Fall nicht. Bis er danach war. Ist true. Sag ich jetzt! Auf geht's! Was los, Sneaker? Was? Smolie, liegt noch mein Geld. 77 Dollar. Auf geht's, nächste. Warum zur Hölle habe ich jetzt 3 Sterne? Ich bin nur dabei gestanden. Hatte Angst. Willst du in deiner Karre bleiben, oder? Ja, nee, warte. Oh, ja, okay. Ja, warte, ich warte. Nein, nicht, aussteigen. Geh weg. So, oft genug gegen Mazepin gefahren, dass ich das dodgen kann. Auf geht's, komm. Eingepackt. Wunderschön. Moment, die kriege ich los. Ich muss irgendwie den Heli loswerden. Ich glaube, das habe ich nicht los. Dadurch, dass ich am Haus entlang gefahren bin. So, jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben. Und die haben kein Glück. Warum auch? Warum auch? Warum wundert dich nicht? Freue mich. Ja, guck an. Guck an. Könnte gar nicht besser sein. Auf geht's weiter. Komm, 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 komm. Ja, so geht das. So geht das. Schon 300 XP bekommen dadurch. Ja, ich habe auch schon wieder was bekommen. Also. Bin fast Level 4. Das wird Stunden dauern, bis wir das fertig haben, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin ja jetzt schon. Passt, ja. Ich hab das Gefühl, das finden die auch. Guck aus, ja. Drogen? Ja. Ja.
Klingt interessant. Und jetzt mit, stimmt, das könnten wir eigentlich auch machen. Cops, gib mal kurz Ruhe. Dann lass einfach das machen, ohne Witz. Ja, statt des Events, was für ein Event. Unfallfrei. Unfallfrei fahren. Das geht mit 4 Sternen ja auch so toll. Kann sich glauben, dass ich Erster bin. Das von nur von Anfang an. Nein! Oh, Philipp. Okay. So, jetzt können wir es aber machen. Steht da ein herrenloses Polizeiauto rum? Stehen da 2 herrenlose Polizeiautos rum? Ja. Nein. Hab ich schon eins geflogen? Ich hab eins. Das war irgendwie nicht so die schlauste Idee. Warum hab ich jetzt einen Stern? Fragst du mich? Ich beeil mich. Oh, ich fahr dir einfach mal hinterher. Ah, da war ein Ferrari. Kein Ferrari, was laber ich schon wieder für die Scheiße? Wo soll ich anfangen? Halt dein Maul. Also, ich habe mich festgefahren. Ich hier. Digga, es ist so nervig mit dieser scheiß Polizei. Ja, es ist wirklich nervig. So. Schön. Noch Leichenschändung betrieben. Finde ich toll. Umentscheidung bei unserer Mission jetzt. Wir haben uns spontan jetzt dazu entschieden, Drohung zu handeln. Wie das funktioniert? Kein blassen Schimmer. Perfekt. Wenn wir beide keine Ahnung haben, kann es nur lustig werden. Ja. Mal schauen. Zurück in der alten Mühle hier, um die 20 Meter bis zum Motorrad zu gehen, weil ich Motorrad-Fan bin. Ja. Motorradfanatiker, wenn man so möchte. Ach so, ich fahre ja in die komplett falsche Richtung. Ups. Spreche mit dem Dealer. Ah. Warte, ich will auch. Kaufe eine Hanfplantage und nicht verfügbar. Kaufe eine Hanfplantage und beschaffe Ware, um sie zu verkaufen. Well then. Also dann doch nicht. Ja. Yep. Ich fahr jetzt aber mal ein bisschen. Oh, das können wir nicht kaufen, weil wir erstens nicht Level 5 sind und zweitens kostet es, glaube ich, so 1 Million. Oh, spannend. Also was machen wir jetzt? Ich fahr jetzt mal ein paar Runden am Strand unten. Hm? Was tun? Um unfallfrei hochzukommen, weil da kriegst du auch einen Haufen RP. Da fahrt man doch irgendwo auf die fucking Autobahn darunter. Perfekt. Ich fahr jetzt einmal im Kreis. Die Minute gibt's noch. Oh, Jesus. Where it again? Man muss einfach alles wirklich bodenlos ausnutzen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Top 3 schaffe. Ich hoffe, dass ich Erster bleibe. Ich glaube, der Zweite hat den Zweiten hat sowieso... Nein, nein, nein! Verkackte Scheiße! Ja, Dritter! Come on! Schönes Ding, schönes Ding. Was krieg ich? $5.400. Und einen Haufen RP. Fällt mir, ich bin jetzt bei ca. der Hälfte.
Ich bin jetzt ja von 4 fast auf der. Von 4 auf 5 fast auf der Hälfte. Sind wir ziemlich genau. Wie viel hast du? Ich habe 5015. Bekommen oder was? Ne, 5015 RP habe ich jetzt insgesamt. Achso, ja, warte, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Wenn du Y drückst, siehst du es oben in der Mitte. Achso, 4760. Gut, leichter Unterschied, aber auch nicht so schlimm. War jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee, aber. Warum kriegt man eigentlich bei einem Shop ausrauben 3 Sterne? So, wenn ich einen Cop erschieße, sind es auch 3 Sterne. Sprich, ein Laden hat den Wert eines Cops. Oder denke ich falsch? Anywho, ich flüchte gerade vor der Polizei und mein Spiel ruckelt leicht. Nicht nur du, ich flüchte auch gerade davor, weil ich ein Dings ausgeraubt habe. Ah, haben wir es selber gemacht. So, 5515 RP jetzt. Ich werde so drauf gehen. Ich hab's überlebt. Jetzt habe ich 5060. Ich habe jetzt 5500. Jetzt habe ich die nächste raus. Warum sind da eigentlich so viele Leute? Die hat sich gefüllt, ne? Wo kommt die alle her? I can't help you when the cops are after you. Okay, I'm trying. Jetzt sag ich nix trying, Alter. Du machst einfach hier, guck so, zack und zack und zack und zack und zack. Hagelt. So, jetzt schnell raus. Guck auf der Karte, wo die Cops herkommen. Nirgendwo. Perfekt, hier entlang. Wir fahren uns gerade entgegen. Ich weiß. Dass ich jetzt leicht flüchten werde. Jo, was juckt. Leicht einen Unfall gebaut. Ja, keine Sorge. So. Aber ich würde sagen, damit kommen wir ans Ende dieser Episode. Es war jetzt vielleicht nicht die interessanteste, aber wir können jetzt nicht jede Episode einen Heist machen, die wir nicht machen können, weil wir nicht Level 5 sind. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall in Level 5, um die Heists dann endlich mal zu beginnen. Aber abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich kurz davor stehe, Level 5 zu werden, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei was auch immer ich mache. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Projekt. Wenn ihr Bock habt, gibt es wie gesagt auch die Story. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch das auch interessieren würde. Und dann würde ich sagen, tschau!